Zecke Neuendorf. Und beide sind ja Herr Thaner durch und durch. Andreas Zecke Neuendorf hat ja selber 149 Bundesligaspiele für die Hertha absolviert und stand eigentlich immer in der Gunst des Publikums, Bernhard Rainer. Mai 2007. Herthas Zecke verlässt die Bundesliga. So kennt ihn jeder. 13 Jahre zuvor kennt ihn jeder nur unter Neuendorf. Freistoßkünstler zwar bei Bayer Leverkusen, aber sonst ein No-Name. Doch dann passiert es. Ich wurde im Trainingslager von einer Zecke gebissen, lag 3 Tage mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus. Wo ich wiederkam, nannte mich Ulf Kirsten Zecke und seitdem blieb es halt bei und alle nennen mich Zecke. Das ist bei seinem Wechsel zur Hertha nicht anders. Sein erstes Training wird gleich zum Namenstag. Das war jetzt ein kleiner Scherz von unserem Zeugwart Tom und der meinte, es ist ja nur ein Trainingsshirt. Von nun an aber reift eine Idee. Das könnte man doch auch im Spiel tragen, aber beim DFB ist sein Name noch Schall und Rauch. Wollte ich das machen? Hat aber der DFB das damals verboten, weil er gesagt hat, nee, nur was im Pass steht, darf drin. Zecke wird nun zickig. Helfen kann aber nur das Passamt, also auf zur Verwaltung. Da war ich beim Passamt und die haben dann gesagt, tut uns leid, können wir den nicht eintragen, den Künstlernamen? Malen Sie doch ein paar Bilder, sind Sie halt Künstler. Neuendorf macht aus der Not eine Tugend. Mit den Füßen kann er alles, aber mit den Händen... Und ich habe niemals behauptet, dass ich hier malen kann. Egal, für naive Kunst reicht es allemal. Sie wird sogar versteigert und darüber berichtet wird sowieso. So macht man sich einen Namen. Dann bin ich wieder zum Passamt, hat die Dame gesagt, ja, das habe ich verfolgt und super und ja, jetzt sind sie Künstler und da habe ich Stempel drin bekommen. Dann habe ich dann Zecke aufs Trikot gemacht. Im August 2002 ist es endlich da. Und gleich im ersten Spiel piesackt er als frische Zecke den BVB. Der Name ist von nun an Programm bei Hertha. Sondern jetzt wissen sie genau, wenn Zecke draufsteht, da ist auch Zecke drin. Und das über sein letztes Spiel gegen Frankfurt hinaus. Ob später bei den Amateuren oder jetzt wieder bei den Profis. Als Direktor im Nachwuchs- und Lizenzbereich, diese Zecke hat Biss. Früher bin ich wegen der Stadt nach Berlin gekommen und habe dann bei Hertha gespielt. Jetzt bin ich wegen Hertha denn da. Und nicht mehr wegen der Stadt, sondern der Verein ist es.